Ich möchte informieren zum anderen Thema, nämlich zur Frage unseres Programms. Wir hatten am Samstag und Sonntag intensive eineinhalbtägige Diskussion, wo es um die Frage ging, wie unser Programm aussehen soll. Wir haben uns in allen Punkten auf entsprechende Formulierungen verständigt. Wir haben damit bis auf die Präambel im Entwurf unser Programm als Vorschlag für den Parteitag weitgehend abgeschlossen. Das ist eine sehr, sehr wichtige Entscheidung und ein sehr wichtiger Schritt für die Linke in Richtung eines gemeinsamen Programms. Der Weg wird nun in der Weise weitergehen, dass wir uns am 2. und 3. Juli in einer weiteren Vorstandssitzung, in der wir dann auch uns auf die Präambel in der Weise verständigt haben werden, dass die Redaktionskommission das entsprechend vorbereitet hat, dass wir dann am 2. und 3. Juli tatsächlich eine Endabstimmung machen werden über den Entwurf des Parteivorstands für das neue Programm der Linke, der Linken, das dann eben vorgestellt wird bzw. beschlossen wird am Parteitag im Oktober. Bis dahin erwarten wir eine weitere sehr intensive Diskussion um unser Programm. Wir erwarten auch eine Vielzahl von Anträgen auf dem Programmparteitag. Aber wir stellen fest, und das freut uns sehr, dass wir eine Vielzahl von Vorschlägen, die zu diesem Programm gemacht worden sind, aufnehmen konnten und dass wir uns in allen strittigen Fragen, die wirklich von zentraler Bedeutung waren für die Partei, auf gemeinsame Formulierungen haben verständigen können, die auch weitgehend dann vom Vorstand akzeptiert wurden. Ich möchte auch besonders darauf hinweisen, dass die Arbeit der Redaktionskommission im Vorstand ganz besonders positiv erwähnt wurde. Mehrmals. So, das war es von meiner Seite zum Programm.